Weißt du was? Nö. Tob sie doch aus, zerstöre deine lieben Blumen. Ist mir egal, ich blute dir das Zeug und lauf dann weiter. Wächtergamaschen. Wie gesagt, wenn die aufstufbar... Ach du Kack. Wieso bist du auf einmal so schnell? Trink. Trink. Das heißt, wenn ich dich jetzt nicht töte... Wenn ich dich jetzt nicht töte, kommst du ganz schnell hierher gestampft und machst mir Ärger. Das ist nicht gut. Okay, hau mich. Na, sehr knapp. So, jetzt laufe ich zu dem anderen Gegner hier vorne. Dir, bring ihn um. Da ist noch ein zweiter. Ist okay. Oh, ist noch ein dritter. Ist okay. Ich mache mir eher Sorgen um den großen Typen, der da hinter uns herläuft, als um euch. Nichts für ungut. Ihr seid auch ganz gewalttätig und bösartig und macht mir tierisch Angst. Und sie bringt mich um. Und er bringt mich um. Und ich bin tot. Meine Leiche wurde zerhackstückelt. Also ja, ich habe natürlich den Anfängerfehler wieder gemacht. Ich bin einfach durchgelaufen. Jada, jada, jada. Aber wenig stundenlang gegen ganz normale Gegner kämpfen. Dafür bin ich zu sehr gespannt, was hinter der verdammten Tür ist. Benutzen. Also warte. Benutzen. Einfach nur, damit sie nicht mehr in der Hotkey-Leiste sind. So. Dann hätte ich gerne meine Menschlichkeit, die ich eingesammelt habe, hier. So. Und so. Und so. Könnte jetzt einmal zu viel gewesen sein, aber naja. Wir können Menschlichkeit ja auch kaufen. Das verdränge ich immer wieder. Mit den, wie viel hatten wir gerade? 40.000 Seelen? Hätten wir 8 Menschlichkeit kaufen können. Also so wirklich wichtig ist es nicht. So, menschliche Gestalt erhalten. Das wollte ich nicht. Ich wollte entfachen. Jo. Und ich habe doch nicht zu viel Menschlichkeit benutzt. Ich muss es jetzt noch 2-mal entfachen, um auf 20 zu kommen. Das geht dann genau auf. Sehr gut. Entfachen, ja. Und was mache ich jetzt mit den Riesen? Die sind echt doof. Also rollen klappt nicht, das kriege ich nicht hin. Man kann nicht zwischen ihnen durchrollen und wenn man um sie rumrollt, dann drehen die sich im Schwung, im Angriff mit. Und hauen dann zu Klump. Das, nee, will ich nicht. Also einhändig und blocken und dann ab und an mal einen Schlag reinbekommen, aber das dauert so lange. Das sind so viele von denen. Ich gehe jetzt einfach mal... Moment mal, ist das die Brücke, die wir vorhin gesehen haben? Nee, ne? Nee. Ich gehe jetzt einfach mal links rum. Da ist auch mein... Was? Wirklich weit bin ich ja nicht gekommen, ne? Ja, ich bin einmal ganz außen rum gelaufen. Gut, also bei dem Blümchen war eine Brücke. Ich denke, da sollen wir hin. Das heißt, alles, was hier zwischen war, ist erstmal Wumpe. Kommst du auch mal, Ada? Ding, ding. Eins, zwei. Keine Heugabel? Nö. Okay. Also den Seelenhaufen hinten hätte ich ganz gerne und danach laufen wir zu den Blümchen. Und dann versuche ich wieder von dem Dicken wegzulaufen. Und wie gesagt, ich habe keine Motivation... pro Gegner 2 Minuten lang rumzuzappeln. Ich will jetzt hier in dem Addon-Gebiet noch ein bisschen was von der Story mitbekommen, will die Bosse töten und dann will ich wissen, was hinter der verdammten Tür ist. Und alles andere, was Darkspawn noch zu bieten hat, und das wird sehr viel sein, was die To-Do-Liste in der letzten, also in Folge 182 müsste es gewesen sein, wie man sehen kann an der To-Do-Liste, da ist noch sehr viel. Aber das macht man dann bitte alles im New Game Plus. So, komme ich da hoch? Nö.
jedenfalls nicht so einfach. So, du, komm erstmal. Warum läufst du weg? Läufst du zu deinem großen Papa Steingolem? Großer Papa Sch- oder läufst irgendwo, um mir in den Rücken zu springen? Gib's doch zu. Na, der da oben macht auch nichts. Wo ist Papa Steingolem? Oh. Weg. Oh, sind ja doch ein paar inzwischen. Oh, und was hast du da gerade mit deinem Kumpel gemacht? Das war sehr komisch. Hat sich hingekniet und hat irgendwas mit der Leiche gemacht und dann seine Hand abgesabbert. Sehr, sehr komisch. Vollgabe? Nein. Und immer noch. Ah, bist du. Ja, gut. Du musst erstmal weg. So oder so musst du weg. Okay, ich gebe dir eine Chance. Ich tanze einfach um dich rum. Hau dich einmal. Dann tanze ich wieder um dich rum. Hey, das geht. Das geht sogar ziemlich gut. Dauert aber trotzdem noch ganz schön lang. Ja, weil manche sagen, du hast ja noch keine plus 15 Waffe, wie ich gesagt habe. Oh oh. Ja, okay. Also es geht. Ganz nah ran, um ihn rumtanzen. Schild die ganze Zeit hoch. Stamina aufladen, falls er das da macht. Und dann ab und an, wenn die Stamina voll ist, einmal hauen. So, es geht. Nervig, aber es geht. Was ist das da hinten? Achso, das war die Loot-Leiche, die wir schon geplündert haben. Gut, Brücke. Wow, okay, hallo. Das ist ein sehr netter Touch. Genau das hatten wir nämlich vor 165 Folgen, so um den Dreh. Als wir in der Stadt der Untoten durchgegangen sind. Da hatte Drache uns auch froh. Das war knapp. Nicht, dass ich wirklich bräuchte, aber knapp. Also da hat der Drache uns auch besucht, in Anführungszeichen. Also hat sich gezeigt. Was bist du? Wo bist ein Klumpen Zeug? Hm. Sehr verdächtig. Oh, Edward, hallo. Ich würde mir erstmal ganz gerne das Kolosseum da angucken. Obwohl, das Kolosseum sieht wichtig aus. Also ist es wahrscheinlich auch wichtig. Und ich sollte mir erst alles angucken, was nicht wichtig aussieht. Sonst rush ich zu schnell durch. Das könnte auch sein. Weg, weg. Ding. Weg, weg. Also ja, ich gucke mal kurz da hinten hin. Weil ich denke, dass es da nicht weitergeht, sondern hinten beim Kolosseum. Irgendwas rumpelt hier im Hintergrund. Hier muss ich springen. Nicht weit, aber ich muss springen. Okay. Oh, warte, wenn ich so nah am Abgrund bin, dann könnte der Drache doch kommen, oder? Was ist das da hinten? Loot? Und ja, Drache. Also unser Schild ist schon gut für Drachen, solange es ein Feuerdrache ist. Aber trotzdem haben wir nicht so wirklich gute Möglichkeiten, gegen Drachen zu kämpfen. Na, ist wieder ein Steingolem. Denn Drachen können fliegen. Wir nicht. Noch nicht. Ja, das ist schon mal nicht so schön. Wir haben einen Drachenmusik, das ist richtig.
Aber der wäre auch in Kristallform, ist nicht wirklich geflogen, der seine Flügel nur benutzt, um toll auszusehen. Au. Au. Deswegen bin ich da skeptisch, was den neuen Drachen hier angeht. Er wird uns bestimmt böse wehtun. Und jetzt, wo ich ruhiger an die Sache rangehe mit den Golems hier, klappt das auch gleich viel besser. Also ja, eine entspannte Haltung, ruhige Gemütslage. Das Beste, was man in Dark Souls anscheinend haben kann. Und was war das für ein besonderer Pfeil? Gauks großer Pfeil. Großpfeil, den Adlerauge Gauk, einer der vier Ritter von Fürst Gwyn, für die Drachenjagd benutzte. Benötigt Großbogen. Gauk fertigte persönlich die Steinspitze und umwickelte den Schaft mit Baumrinde. Okay. Also es wird dezent darauf hingewiesen, dass wir wirklich gegen einen Drachen kämpfen werden. Ah. Echte Rüstung. Es juckt mir schon ein bisschen in den Fingern, zum Schmied zu porten und zu gucken, ob man das aufstufen kann. Aber nee. Außerdem denke ich nicht, dass man sich aufstufen kann. Laufe ich gerade... Ja, warte, das ist die Brücke, über die wir gerade gegangen sind, hinter den ersten Blumen. Richtig? Richtig, okay. Also es... gab es da noch andere Wege? Es war ziemlich zerklüftet, also es kann gut sein, dass es noch irgendwelchen Ritzen und Spalten da was gibt. Oh. Ja, und das da unten ist auch sehr komisch. Was ist diese Leere? Dieser Abgrund. Ist das der Abgrund aus Neulondo, da drunter? Die Schwärze, wo die vier Könige waren, die keine vier waren? Ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht. Also ob die vier Könige, nachdem sie weg waren, dann immer noch diese Schwärze um sich rum hatten. Also ob die Schwärze immer noch da ist. Das wäre dann komisch. Oh, die stutzen die Bäume. Ding. Oh, verursacht Blutung. Ja, macht Sinn. Lila Moosklumpen. Loot. Oh, warte mal. Goldmünze. Das ist jetzt aber nicht... Nee. Das ist nicht die Untotenstadt. Dafür sind wir in der falschen Ecke. Sieht recht groß aus, aber wenn man sich das mal genauer anguckt, sind das fast nur leere Plätze. Das ist keine richtige Stadt. Es wird primär nur um das Kolosseum gehen. Oh Gott, zwei Golems gleichzeitig. So, erstmal du weg. Na, Zeit schnell ausnutzen. Du weg, Grisser. So, lauf. Ich weiß, es ist immer schlimm, wenn man vor Gegnern wegläuft und sie verfolgen einen, was weiß ich. Aber zwei gleichzeitig, da muss es nur einmal schief laufen. Beide treffen mich gleichzeitig und ich bin tot. Oh. Oh. Ich dachte, das wäre der Fahrstuhl, der uns nach ganz oben führt, zurück, wo wir angefangen haben. Oh. Warte, ist hier ein Leuchtfeuer? Also da war eine Nebelwand. Da ist wieder... Die Fahrstühle hier sind komisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich durch den Fahrstuhl, den ich gerade eben benutzt habe, den anderen aktiviert habe, der ganz oben im Startgebiet war. Wenn nicht, ist es mir schon komisch. Aber gucken wir mal. Da... Oh, da ist ein Leuchtfeuer. Oder zumindest ein Lagerfeuer. Oder okkulte Kerzen.